Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Stardust. Wir machen weiter mit Bergweg 5. Allmählich kann ich die Scheiße nicht mehr sehen. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist eine schöne Scheiße. Guck mal, da gibt es sogar Global Bobbles. Die haben auch eine eigene Todesanimation. Was war das jetzt? War das jetzt Windstärke 80 oder mein Controller? Okay, mein Controller hat geleuchtet. Mein Controller hat mich einfach in den Tod gebracht und ich muss den Emulator neu starten. Alles klar, Leute. Ja, Kommando zurück. Es war kein Level mit Windstärke. Aber hat auch natürlich seine Vorteile, denn jetzt können wir wieder mit 5 Leben durchstarten. Können auch immer direkt neu starten, wenn wir mal verkacken und es nicht zum Checkpoint... Hör doch mal auf. Da hat er das eiskalt an derselben Stelle gemacht, ne? Wir hatten doch in der letzten Folge schon das Thema, dass es nicht witzig war beim ersten Mal. Warum die Leute mal ihre Witze wiederholen müssen? Mann, ey. Hui. Oh, da hatte ich Glück gehabt, dass ich den Panzer hatte. Ich dachte hier stellenweise, dass ihr hört ja manchmal so dieses blub, 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 ne? Aber das kommt ja, glaube ich, von den hier. Genau. Ich dachte stellenweise, dass ich das Geräusch mache. Ja, das war asozial. Konnte ja niemand antizipieren. Okay, ich muss den Safe State besser setzen. Ist wirklich ein... Ja, machen wir hier nochmal. Ein sehr, sehr interessantes Level. Mal gucken, wie das vom Schwierigkeitsgrad her so wird. Ich dachte, das ist der Bergweg. Das sieht mir jetzt gar nicht so nach Berg aus. Aber kriege ich schon wieder richtig Bock auf so eine schöne Kanalisationsabteilung vielleicht... Nimmt er das ja in Angriff? Wie waren das ja eigentlich mit den Yoshi-Coins? Haben wir... Moment, jetzt hätte ich fast denselben Fehler nochmal gemacht. War hier schon mal eine? Ich habe bis jetzt, glaube ich, keine gesehen. Ach, scheiße. Wollte ich mitnehmen. Es ist aber auch wirklich... Jetzt ist bei mir so ein bisschen die Paranoia drin. Jetzt habe ich ständig Angst, dass ich meinen Controller wieder abmelde. Das ist voll komisch, weil die... Die zwei Folgen davor ging es ja auch. Da habe ich zu lang gezögert. Einfach die Kiste direkt treffen. Der fucking Koopa kommt aber auch fast perfekt, ne? Um mich schön zu intervenieren. Ja, nee, also vielleicht gibt es hier auch einfach keine Yoshi-Coins. So, da ist keine drin, ne? Habe ich mittlerweile realisiert. Hier runter. Wir merken uns ja unsere feini, faili, linies. Oh, den wollte ich jetzt damit abballern. Ja, wir merken uns unsere alten Fehler und machen da einfach mal neue. Ich gehe jetzt da nicht da unten hin. Könnt mich mal. Ich werde... Da ist eines. Keine Ultrasprünge mehr wagen. Es sei denn, ich werde wirklich dazu gezwungen. Hier mal schön einen Panzer mitnehmen als... Schutzschild. Ich wollte den eigentlich aufbehalten. Da hatte der gute Naked kein Panzer mehr. Ne, das ist auch so eklig, wenn man sich da mal dieses... Ich hatte ja mal in irgendeinem Hack Werbung für gemacht im Januar, ne? Kai, so geht das. Ja, ihr wisst doch, Leute, die Koopas, die, also die Dinger da... Oh. Der hat es einfach schon wieder gemacht. Jetzt muss ich gucken, ob ich einen Checkpoint hatte. Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind so Sachen, die sind halt wirklich komplett unnötig, weil das passiert einfach. Kannst du nichts dagegen machen. Wo war ich gerade? Ja, also die Dinger hier mit den Panzern, das sind ja Koopas, ne? Wisst ihr ja. Aber wehe dem, sie verlieren ihre Panzer, dann sind sie Naked. Dann heißen sie auf einmal komplett anders. Gut, man muss fairerweise sagen, es gibt halt wirklich Momente, wenn der Hackersteller das will, dann kann er natürlich auch die Koopas ohne Panzer darstellen. Aber ja, wahrscheinlich meinen sie Naked Koopa. Aber sich dann da einfach so hinzustellen und das einfach so durchzuziehen und zu sagen, ja, das als wäre das wirklich eine andere Art von Charakter. Ja, das ist ein Koopa und das ist ein Naked. Ja, dann ist es halt ein Naked Koopa. Oder wie wäre es mit einem nackten Koopa? Koopa ist ja ein Eigenname. Wieso ist es dann nicht ein Nackter? Anstatt zu sagen, das ist Naked. Das sind so diese Denglisch-Geschichten, wo sich bei mir alles zusammenzuckt, weil sich das hört sich auch so eklig an. Ui, krasser Leck. Ja, ich... mein Controller. Okay, Leute, ich werde schon wieder rausgemobbt. Ich werde rausgemobbt. Dritte Folge. Das ist so lächerlich hier. Meine ganze Technik wieder hier so. Das machen wir dieses Mal so und gucken mal natürlich,
war da der milde Punkt. Naja, vielleicht kommen wir jetzt mega schnell durch die zweite Hälfte. Au, oh, ich hätte schwören können, ich schaff das. Holy shit, ey. Ja, Raven, wieso hast du denn da jetzt nicht heilige Scheiße gesagt? Ah ja, ja, ja. Wie gesagt, das, ich sag ja auch nicht, dass ich hundertprozentig von befreit bin, aber es gibt immer, ich sag mir immer, ja klar, ich mache auch gewisse Sachen nicht hundertprozentig richtig. Ich sag auch nicht, dass ich immer hundertprozentig gut spiele oder hundertprozentig alles perfekt kommentiere, aber es ist immer so, wenn bei mir, also der Unterschied zwischen meinen Patzern und zwischen deren ist immer noch so, da sind immer noch Welten, sage ich mir immer, ja. Also wenn ich was zu 10% nicht gut mache, dann machen das andere zu 90%, sind 900 mal schlechter als ich. Am Ende des Tages macht eh jeder alles schlechter als ich. Also selbst wenn ich mal was minimal schlecht mache, ist es immer noch besser als die anderen Sachen. Das würde ich damit sagen. So, aber jetzt mal genug davon. Was ist denn das jetzt hier, der Hammerbruder? Ja, das Problem bei dem Hammerbruder ist, du musst ja natürlich, ja, nee, geht nicht. Ich wollte sagen, du musst schneller reagieren, damit er eben nicht wirft, weil das ja in normalen Marios so ist, dass auch die ganzen Chucks und so weiter, die reagieren, oder die Feuerblumen, die schießen ja erst, wenn du sie ein paar Sekunden im Bild hast. Aber der ist anscheinend irgendwie so konzipiert, der wirft schon Feuer. Der hat auch schon vor 8 Folgen geworfen, ja. Einfach, das ist so seine Aufgabe, den ganzen Tag da rumstehen und zu werfen. Ah, scheiße, es funktioniert nicht. Jetzt wollte ich das von oben machen. Ich habe wahrscheinlich jetzt kein Leben mehr, ne? Ich bin jetzt kurz davor, CS zu machen, weil ich das ehrlich gesagt nicht einsehe. Ja, komm, fick. Fat. Habe ich die Stelle jetzt irgendwie? Okay, ja, nee, ich mach. Wo mache ich den denn, Leute? Hier, mach jetzt hier ein. Kannst mich mal ganz ehrlich. Das ist für die ganzen Bullshitter-Momente hier, an denen ich unberechtigterweise, ungerechthaftigerweise verreckt bin. Ja, wenn das da nicht passiert ist, dann hätte ich jetzt noch 2-3 Leben, dann müsste ich mir über Safe States keine Sorgen machen. So, das hat jetzt, oh, natürlich ist da ein zweiter. Das hatte geklappt, aber natürlich muss man einen zweiten reinnehmen. Das hat geklappt. Jetzt muss ich an das Wort Club denken. Hat da jemand schon mal nachgedacht? Geklappt. Also quasi G. Und dann einfach C-L-U-B-E-D geklappt. Das hat doch geklappt, Leute. Da sind wir doch alle in den Club gegangen. Holy shit, ey. Hier ist halt auch echt kein fucking Pilz, ey. Jetzt ist er wieder oben. Okay, sehr gut. Ui. Der fette Bastard ist auch wieder am Start. War das in diesem Hack? Ja, oder? Wo wir diese nervigen langen Höhenlevel hatten. Und hier, guck mal, er macht das immer wieder. Ey, du kleiner Mutterficker. Ey, das ist so lächerlich. Das ist einfach, das hat einfach nur was mit Glück zu tun. Und wer das nicht hat, der hat dann dementsprechend gelitten, würde ich mal sagen. So Leute wie ich. Gut, die Taktik wäre, glaube ich, ja, jetzt muss ich den wieder penetrieren. Warte mal, dann kann ich dann auch hier einfach ein Safe State machen. Die Taktik wäre wohl zu sagen, halte dich immer rechts, weil ich glaube, in allen drei Fällen war das auch so, dass da, wenn du dich rechts gehalten hast, dass das dann funktioniert hat, ne? Ja, schätzungsweise. Mann. Ja, das könnte auch die Lektion sein. Ich wollte dir beibringen, immer dich rechts zu halten. Und das, ich meine das jetzt nicht als schlechten politischen Witz, sondern einfach, ja, spring doch einfach rechts. Spring doch einfach rechts. Das wollte er mir beibringen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt hat er mich perfekt indoktriniert. Ist auf jeden Fall um einiges schneller gegangen, als Merkel es geschafft hat, die Leute von der Impfung zu überzeugen. Da hat es nach einem Jahr noch nicht gewirkt. Eigentlich nach einem Jahrzehnt. Die haben das ja mit der Vogel- und Schweinegrippe auch ewig versucht. Hier hat's, oh, was ist da oben? Nichts wahrscheinlich, ja, okay. Hier hat's tatsächlich nur knapp 10 Minuten gedauert. Ja, ich werde nie erfahren, was in der Kiste ist. Wahrscheinlich nur ein Pilz oder so. Brauche ich ja gerade nicht. Was ich brauche, ist das Ende. Glücklicherweise kann man die Dinger den Berg hochschießen. Yay! So, ist es jetzt, dein Ernst?
Alter, wie das einfach, wie ich einfach Anlauf nehmen musste. Ja, danke dafür, ey. Das war an und für sich. Okay, ruckelt ein bisschen. Weiß nicht, was da los ist. Oder simulierst du da gerade ein Erdbeben? Ja, vielleicht weil das Ziel zu nah an dem Berg da war oder so. Vielleicht ist das ja irgendwie so. Ja, war an und für sich interessant, so von der Optik her, der Musik her schön, aber diese lächerlichen Bullshitter-Tode, ey. Und dann auch noch zum Schluss die Hammerbrüder. Das hat einfach nach einem Safe-Set geschrien, Leute. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt auch einfach mal raus in den Wald. Schrei so ein bisschen. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn mögt. Ja, ernsthaft, ich muss jetzt wirklich nochmal rausgehen in den Wald. Muss nochmal ein bisschen Zeitung verteilen gehen. Und schauen, ob ich vielleicht irgendeine Olle aufschlitzen kann. Oder mir vielleicht wieder ein paar Kindersklaven holen kann. Meine verhungern langsam. Weil das Ding ist, die musst du ja auch füttern. Ne? Aber dazu müsste ich ja halt in den Laden gehen mit Maske. Und ich gehe ja nicht mit Maske einkaufen. Das Ding ist, meine Mutter war gestern kurz mal einkaufen. Ich weiß gerade gar nicht, warum sie nochmal... Ach so, sie hat nochmal Kartoffeln geholt. Genau, weil sie Bratkartoffeln gemacht hat. Da habe ich ihr aber vergessen, das zu sagen, dass sie noch für meine Kindersklaven ein bisschen was einkaufen soll. Tja, passiert. Deswegen muss ich auch mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie ein paar neue finden kann im Wald. Ja. Zu Herbstzeiten hat man Pilze im Wald gefunden und in der Winterzeit findet man kleine verhungerte Kinder. Wusstet ihr das noch nicht? Dann geht mal nachschauen. Jetzt hier im Wald. Ja. Gibt es dann noch so ein paar Leute, ein paar frische Kinder, die dann so auch einfach Schneemänner im Wald bauen und die kann man ja dann auch mal mitnehmen. Denn Daddy braucht nun mal seine Sklaven. Irgendeiner muss sich ja um die Atombombe kümmern. Die Leute, die muss auch mal fertig gebaut werden, ja. Ich habe gestern, hatte ich mich auch auf Telegram wieder mal über den fucking Solmecke aufgeregt, ja. Der hat da so ein Video gemacht, so ein kurzes Update, weil ja dieser Inzidenzwert geupdatet wurde. Und da hat er sich doch, das Video ging irgendwie nur so 5 Minuten. Wenn ihr das aktuell schaut, ihr könnt ja mal bei Christian Solmecke vorbeischauen. Kanzlei WBS, da werdet ihr das Video direkt finden. Oder wie gesagt, auf meinem Telegram-Channel. Da hat er sich doch ernsthaft hingestellt und gesagt, bei 1 Minute 42 oder so, naja, wir haben ja noch eine ganze Weile Lockdown, vielleicht schaffen wir es ja bis dahin unter 35 zu kommen. Also der neue Inzidenzwert ist halt bei 35, das bedeutet irgendwie, dass 35 Leute infiziert werden dürfen in einem Umkreis von, keine Ahnung was, schlagt mich nicht tot, so ein paar Kilometern, irgendwie sowas, 20, 30. Was natürlich kompletter Blödsinn ist, habe ich auf Telegram auch gesagt. Erst wollten sie 51 haben, weil sie sind da schon davon ausgegangen, dass das unrealistisch ist. Jetzt sind sie der 51 ganz nah. Ups, da habe ich keinen Speicherplatz mehr. Okay, ich muss jetzt ganz schnell reden. Die sind jetzt der 51 nah und sagen jetzt, sie wollen einen Inzidenzwert von 34 haben und dann irgendwann sagen sie 10 und irgendwann sagen sie, okay, solange ein Mensch Corona hat, bleibt der Lockdown. Das ist einfach nur Bullshitterei, die verarschen euch einfach und wer das bis jetzt noch nicht gecheckt hat, der sollte halt wirklich eine Atombombe abkriegen und dementsprechend arbeite ich auf Hochtouren daran und muss dann natürlich dementsprechend immer für neue Kindersklaven sorgen, ist ja ganz klar. Ich schaffe das ja nicht alleine, meine Atombombe zu bauen. Das ist so der Hintergedanke hinter meiner Waldaktion. Ja, aber genug davon, die Festplatte hat gesprochen, ich muss mich jetzt leider von euch verabschieden, ansonsten hätte ich jetzt natürlich noch einen 3-Stunden-Monolog geführt, ist ja ganz klar, man kennt mich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.